Sie haben es endlich geschafft. Dreimal waren sie Zweite, jetzt gewinnen Marius André Balan und Christina Moschenska zum ersten Mal gemeinsam die German Open Championships in den lateinamerikanischen Tänzen. Die Pforzheimer überzeugten die Wertungsrichter wie hier in der Samba mit Tempo, Technik und hoher Musikalität und setzten sich so gegen fast 300 Paare aus der ganzen Welt durch. Es war der erste Sieg für ein deutsches Lateinpaar in Stuttgart seit 15 Jahren. Der Latein Grand Slam war der Höhepunkt einer Tanzwoche, in der 47 Turniere beim größten Tanzsportereignis der Welt ausgetragen wurden. Kurz davor suchten die Boogie-Woogie-Tänzer ihren neuen Weltmeister und der kommt aus Frankreich. Thomas Audin und Sophia Love setzten sich im Finale gegen die Konkurrenz aus Norwegen, Finnland und Schweden durch und sorgten so für einen Jubelsturm ihrer Fans in der Stuttgarter Liederhalle.